Diese Bäumchen, die ich hier in der Reihe gepflanzt habe, sind jetzt festgetrocknet. Und was diese kleinen Bäume hier unbedingt brauchen, ist ein bisschen optische Unterstützung im Hintergrund. Ich habe von meiner alten Anlage hier noch ein paar Sachen übrig. Die könnte ich da eigentlich ganz gut platzieren. Schneiden kann. Naja, gut ist vielleicht von einer anderen Art, aber immerhin ging's. Und dann kann ich das doch jetzt gut verwenden. Das muss ich allerdings festkleben, da brauche ich Leim für. Wenn das festgetrocknet ist, muss ich es natürlich noch ergänzen mit weiteren Fließeinheiten. Aber jetzt soll es erstmal in Ruhe festtrocknen. Das Ganze muss natürlich auch am anderen Ende der Geschichte gemacht werden. Hier ist es ja eben so, dass diesem Bäumchen etwas Update im Hintergrund fehlt. Gucken, was ich dafür noch in meiner Schachtel habe. Da könnte ich sogar noch etwas mehr gebrauchen. Ob ich das weggeschnitten kriege. Ja, das wäre doch schon mal ein Anfang. Ist nur die Frage, wie ich das festkriege, weil die Bruchkanten hier so uneben sind. Da muss ich einfach auf die Höhen, also da, wo das Styropor nach oben ragt, möglichst viel Leim klatschen. Und hier probiere ich mal genau das Gleiche. Dann habe ich hier noch einen, den ich nicht brechen muss. Das ist ja schon gar nicht mal so schlecht. Jetzt kann ich damit weitermachen, an der Vorderseite dieser Baumreihe zu arbeiten.
Und dafür brauche ich den Leim. Gut, den habe ich hier. Das Grünzeug habe ich auch da. Die Ampulle mit dem Leim. Schwarzen Sand und einen Löffel. Und weil ich mich dazu sogar hinsetzen kann, ist es sogar ganz bequem und gemütlich. So weit, so gut. Das ist das Grünzeug. Da, wo es nicht hingehört, fege ich es mal wieder weg. Und dann kann ich auch schon wässern. Ich klatsche es einfach in unglaublichen Mengen oben drauf. Da muss ich nur einen Moment abwarten. Das läuft durch das Grünzeug durch in den braunen Sand und nässt ihn mit. Gleichzeitig entsteht dieser bekannte hellgrüne Brei. Den kann ich mit der nächsten Lage Grünzeug einfach nochmal abstreuen. Und auf zum nächsten Baum. Erste Lage Grünzeug. Dabei kann ich direkt in der Nähe des Baumstamms ruhig ein bisschen sparsamer damit sein. Da wächst es nämlich nie besonders gut. Eine in der freien Natur. So. Da ist die Fläche wieder klatschnass.
kann sogar so ein Gebüsch da reindrücken. Den Rest kann ich nochmal abstreuen. Okay, mache ich mal den Leim zu. Denn für jetzt soll es das mal gewesen sein.